Innerhalb der Installationsumgebung Labdix haben wir einen internen Zwei-Klick-Installer entwickelt. Der funktioniert so: Ihr öffnet den File-Manager. Jetzt habe ich hier zum Beispiel eine externe 1 GB Platte mit Images an den Rechner angeschlossen, aber noch nicht gemountet. Dazu einmal draufklicken, dann wird aus dem Minus ein Plus und man sieht auch die Images, die auf dem Rechner sind. Und dann ist es sehr einfach, man wählt einfach das Image aus, das man installieren möchte. Rechte Maustaste, Labdo Image Installer. Dann muss man eigentlich nur noch sagen, möchte man die Festplatte schreddern oder nicht. Das heißt, möchte man mit dem mehrfachen Überschreiben durch Zufallszahlen vorhandene Daten löschen oder nicht. Und man kann hier schon die Labdo-ID eingeben, wenn man weiß, unter welcher Nummer der Rechner in unserer Online-Datenbank registriert wird. Ansonsten macht man das halt nach der Installation. Danach startet man das Ganze. Dann wird automatisch schon der Installationsprozess gestartet. Das Image wird jetzt innerhalb weniger Minuten auf den Rechner geklont und am Ende wird auch automatisch die Partition angepasst. Das dauert jetzt ein paar Minuten. Ich springe jetzt ans Ende des Installationsprozesses, damit ihr nicht die ganze Zeit warten müsst. Bis gleich. So, die Installation ist fast durch. Ihr habt natürlich vorher gesehen, es gibt kaum Auswahlmöglichkeiten. Also man kann nur sagen, Platte löschen und welches Image und Hostname fertig. Für komplexere Anforderungen könnt ihr natürlich den Labdo-Installer oder auch das Auto-Deploy-Skript benutzen. Dafür gibt es ja eigene Videotutorials. So, am Ende wird jetzt noch die Festplatte geprüft. Grub, das ist die Boot-Information, wird gesetzt und geprüft. Das Filesystem wird kurz gecheckt, gegebenenfalls repariert und die Größe der Partition wird angepasst, damit die gesamte Festplatte auch zur Verfügung steht. Jetzt könnt ihr es auch so kontrollieren, man sieht es hier, also es ist dann einmal bis zum Ende der Festplatte auch vergrößert worden, ist also alles korrekt durchgelaufen. Das war es eigentlich schon. Danach könnt ihr die Fenster schließen oder auch direkt den Rechner runterfahren. Also dieser Zwei-Klick-Installer, der Labdo-Image-Installer, ist eigentlich eine sehr schnelle und einfache Möglichkeit. Danke.